In der Glitzermetropole Berlin geben sich die Machthaber zum Schein liberal. Hier ist vieles möglich, was anderswo schon längst verboten ist. Lange Zeit lässt man Werner Fink gewähren. Abend für Abend feuert er humoristische Salven gegen die neuen Machthaber ab. In der Katakombe, Finks kleinem Kabarett, wird Humor zusehends zum Drahtseilakt. Das Ensemble stützt seinen Frontmann und das Publikum lacht über Finks clevere Doppeldeutigkeit. Die unruhigen Zeiten sind vorbei. Man kann wieder auf Jahrtausende hinaus disponieren. Werner Fink. Berühmten Witze, die grassierten damals schon. Der älteste war, glaube ich, der, es wäre einer ins KZ gekommen, weil er da gestanden hat bei der Straßenbahnhaltestelle und hat immer gesagt, hat immer geschrien, ich scheiß auf den Vierer, ich scheiß auf den Vierer, ich scheiß auf den Vierer. Und gesagt, was? Ich nehme einen Fünfer. Nicht? Also Straßenbahnwitz, ne? Da wäre er ins Gefängnis, ins Zuchthaus sogar gekommen und so. Es sind Witze gewesen, man hat sie erzählt. Das bedeutet aber auch, dass die Leute eigentlich wussten, worum es ging. Ne? Also die alte Ausrede, sie hat nichts gewusst, sieht nicht so richtig. Ich habe ja Rücksicht genommen auf die Zeit, die sich verändert hat. Wir haben jetzt eine straffe Führung bekommen. Und also bekommen, will ich sagen, wird es uns wahrscheinlich... Naja, ich möchte also die Einzelheiten nicht... Also bitte, das Lachen ging eben auf Ihre Verantwortung. Zu lachen hat Werner Fink in der Nazizeit wenig. Ruppig springt die Staatsmacht mit ihm um. Er darf wegen seiner regimekritischen Kabarett-Solos nur noch winzige Rollen spielen. Im Lustspiel Frischer Wind aus Kanada taucht er als schmieriger Paparazzo auf. Guten Tag, Eva. Ja, ich weiß wirklich nicht. Bauer von lokalen Nachrichten. Richtig, ja. Herr Bauer. Von der Prominentenjagd. Ja. Beim nächsten Film, April, April, ist aber erstmal Schluss mit lustig. Fink wird vom Set weg verhaftet und von der Gestapo verschleppt. Soll ja endgültig gescheitert sein. Wieso? Wie kommen Sie darauf? Aber das weiß doch jeder. Einmal musste es ja so weit kommen. Ja, es ist nämlich so weit gekommen. Wollen Sie mal sehen? Er hat erzählt, dass er einmal in die Prinz-Heinrich-Straße geholt wurde, also in das gefürchtete, grauenhafte Gestapo-Hauptquartier in Deutschland. Da haben sie ihn da geholt und da hat er auf der Bühne erzählt, was ihm passierte. Der ist ein SS-Mann, sagt er, so ein baumlanger Mann, ist plötzlich gekommen, stand mir gegenüber und hat mich aber ganz schnell, so schnell, ich dachte, der hat 8 Hände, hat ihn von oben bis unten abgefasst und hat dann gefragt, haben Sie Waffen? Und ich habe dann gefragt, wieso braucht man hier welche? Nach den Gestapo-Verhören wird Fink ins KZ gebracht und die Katakombe schließt für immer. Fink wird vorgeworfen, in einem Sketch die politische Führung verunglimpft zu haben. Fink lässt sich nicht unterkriegen und versucht, sich und seinen Leidensgenossen mit allerlei Galgenhumor Mut zu machen. Ihr braucht keine Angst vom KZ zu haben. Wir sind ja schon drin. Nach 6 Wochen hat Finks Leidensweg ein Ende. Er wird vor Gericht gestellt. Im Gerichtssaal muss er mit einem Kollegen den anstößigen Schneider-Sketch nachspielen. Womit kann ich dienen? Spricht er auch schon vom Dienen? Ich möchte einen Anzug haben, weil mir etwas im Anzug zu sein scheint. Schön. Ob das schön ist? Naja, ich weiß nicht. Ich habe neuerdings eine Menge auf Lager. Aufs Lager wird wohl alles hinauslaufen. Darf es etwas Einheitliches oder etwas Gemustertes sein? Einheitliches hat man ja jetzt schon genug, aber auf gar keinen Fall Musterung. Dann nehmen Sie doch bitte mal den rechten Arm hoch. Mit geballter Faust bitte. 18, 19, so. Beim Vermessen der Ärmel gibt es Anspielungen. Die Maße korrespondieren mit den Jahreszahlen 1918-19 und der Machtergreifung der Nazis 1933. Ja, warum nehmen Sie denn den Arm nicht runter? Was soll denn das heißen? Aufgehobene Rechte. Mit aufgehobene Rechte sind die Bürgerrechte gemeint, die unter den Nazis nicht mehr gelten. Vor Gericht entschärft Fink die Pointe und sagt, erhobene Rechte. Woraufhin der Staatsanwalt verbessert, das heißt auch richtig, aufgehobene Rechte. Fink erwidert, das haben Sie gesagt, worauf der Saal in Gelächter ausbricht. Der Prozess endet mit Freispruch. Nun braucht Fink einen neuen Arbeitgeber, doch der Kabarettdirektor Schäffers ist skeptisch.
Er hat gesagt, lass mich einmal auftreten. Und sagt, aber weißt du, Werner, ich weiß, ich kenne dich doch. Du darfst in einer Szene auftreten. Du hast ein kleines Solo, aber bitte nichts Politisches. Bitte nicht. Sagt er, ganz klar, hör mal, selbstverständlich. Trat auf. Und da kommt in einem Sketch, in dem er eingesetzt wurde, kommt eine Frau und die Frau fragt ihn, wie spät es ist. Daraufhin schaut er nicht auf die Uhr und sagt, nee, die Frau, ich darf über die Zeit nicht sprechen. Das soll uns aber nicht hindern zu lachen. Na, so nett ist, es darf nicht der Einzelne mehr lachen, sondern wir wollen alle hübsch zusammen lachen. Wenn einer mal an der falschen Stelle lacht, bin ich nicht verantwortlich. Wer an der falschen Stelle lacht, kann im Dritten Reich bestraft werden. Heimtücke, so wird der Tatbestand im Gesetz genannt.